Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Diese Europawahl ist eine einzige Klamotte. Das ist etwas, das könnte man, glaube ich, bei Milovic aufführen, wenn er das Theater, wenn es das Theater noch gäbe. Die Briten wollen raus, müssen jetzt aber bei der nächsten Wahl mitstimmen, weil sie es nicht geschafft haben, vor der Abstimmung rauszugehen. Das ist vollkommen absurd. Leute wählen zu einer Institution, zu einer Einrichtung, in der sie eigentlich nicht mehr vertreten sein wollen. Und dass die europaskeptischen Parteien verstärkt aus den Wahlen hervorgehen werden, das ist nur natürlich, das wird so sein. Und davor haben offenbar alle eine ziemliche Angst. Deswegen gibt es ja bereits Vorschläge auf europäischer Ebene, den europakritischen, skeptischen Parteien die Mittel abzudrehen, also sie nicht mehr aus dem europäischen Topf zu finanzieren. Oder, das hat neulich ein österreichischer Sozialdemokrat vorgeschlagen, sie gleich zu verbieten. Also das Ganze ist einfach ein unglaubliches Durcheinander. Und ich glaube, es hat noch nie in der Geschichte des europäischen Parlamentarismus eine absurdere Wahl gegeben. Ich habe ein grünes Plakat gesehen, das Herrn Habeck zeigt, ungefähr so wuschelig wie ich heute bin, weil mein Föhn nicht funktioniert. Und auf diesem Plakat mit Herrn Habeck steht, Europa ist nicht alles, glaube ich. Europa ist nicht alles, aber es ist ein verdammt guter Anfang. Dieses verdammt soll Dynamik in den Satz bringen, nicht? Das ist so die Kraft, die daraus spricht. Verdammt guter Anfang. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich mir versuche vorzustellen, was aus diesem Satz folgen soll. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Interpretation, diesen Satz richtig zu verstehen. Heute machen wir Europa und morgen machen wir die ganze Welt. Ich habe schon immer vermutet, dass dieser europäische Patriotismus oder Nationalismus nichts weiter ist als eine Europäisierung des deutschen Größenwahns. Und da sind sich die CSU und die Grünen und die Linken und die SPD und die CDU, das ganze sozialdemokratische Kartell ist sich da einig. Wir sind dazu da, der Welt Manieren beizubringen. Die Dieselgeschichte geht weiter und die Enteierung der deutschen Industrie geht weiter und der Klimawahn geht weiter. Und die Idee, dass wir unsere Vorstellungen von einer europäischen Identität global durchsetzen müssen, das geht alles weiter. Und ich kann nur eins sagen, von Island aus ist das eigentlich ganz gut zu ertragen. So wie man sagen, wie ein Erdbeben aus ein paar tausend Kilometer Entfernung nicht mehr so richtig wahrnimmt.